Philipp, kurz deine Stimme zum Spiel, bitte. Ja, ist gerade ein bisschen zwiegespalten, weil wir eigentlich ein sehr, sehr gutes Spiel machen. Die beste Offensivmannschaft der Liga defensiv wirklich vor große Probleme gestellt haben. Ein super Spiel hingelegt hatten, wieder den Zugriff hatten, eigentlich bis zum Ende das Spiel gewinnen zu können. Ja, und dann ist es natürlich bitter, das nicht zu tun, weil Iserlohn dann am Ende eben doch ihre Erfahrung ausgespielt hat und wir dann ja, ein, zwei Fehler zu viel gemacht haben, leider. Nichtsdestotrotz ist es so, dass ich uns gerade auf einem überragenden guten Weg sehe. Ich glaube, von der Qualität, alle, die da waren, haben es gesehen, dass wir sehr, sehr viel flüssiger, besser gespielt haben, auch hervorragend den Gameplan umgesetzt haben und eng daran waren, in Iserlohn zu gewinnen, was wirklich nicht einfach ist. Ja, wie gesagt, also ich kann nur sagen, ich bin eigentlich sehr stolz aufs Team. Ich freue mich jetzt schon auf die nächste Trainingswoche, weil wir im Moment Woche für Woche große Schritte machen. Wichtig ist natürlich, tabellarisch sieht es nicht so schön aus. Es ist einfach, dass wir jetzt unbedingt den nächsten Sieg uns holen. Das wollen wir mit aller Macht nächste Woche mit aller Unterstützung von außen tun. Aber wie gesagt, die Jungs werden sich belohnen. Die spielen sehr, sehr gut. Wir haben ein ganz anderes Level, als wir es am Anfang der Saison hatten. Und ja, so sieht's aus. Okay, dann kommt gut nach Hause.